Auch diese Woche darf ich Sie wieder herzlich hier begrüßen bei TV Mürz. Wir sind mitten in Mürz-Zuschlag und es ist herbstlich frisch. Deshalb husche ich jetzt hinein ins Warme in den Friseursalon Clip am Stadtplatz. In über 190 Clip-Salons werden rund 1,8 Millionen Kunden von den über 1.400 Mitarbeitern beraten und verwöhnt. Clip Friseur ist damit größter Friseurdienstleister Österreichs. Neben monatlichen Aktionen, den aktuellen Trendfrisuren sowie zahlreiche Stammkundenvorteile wie Haare schneide, Familienpass und natürlich dem Friseurbesuch ohne Terminvereinbarung bietet Clip Friseur ein faszinierendes Frisurerlebnis für die ganze Familie. Die Oktoberaktion gilt noch bis zum 27. dieses Monats. Im Rahmen der ausführlichen Haaren-Kopfhaut-Analyse inklusive Produktempfehlung erhalten alle Kunden einen Beratungspass. Beim Produkteinkauf ab 20 Euro im Salon oder online auf friseurprodukte.at erhalten alle Kunden einen -10% Gutschein für ihren nächsten Friseurbesuch. Darüber hinaus erhalten alle Kunden Haar- und Kopfhautpflegebehandlungen im Salon zum halben Preis. Nach den Umbauarbeiten war es nun endlich soweit. Das neu gestaltete Wintersportmuseum in Mürz-Zuschlag konnte feierlich eröffnet werden. In den letzten Monaten wurden nicht nur die Räumlichkeiten neu gestaltet, sondern auch zahlreiche Exponate neu aufbereitet. Besser hätte man den Termin nicht wählen können. Rechtzeitig zur langen Nacht der Museen ist das Wintersportmuseum wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Zuvor gab es aber am Nachmittag die feierliche Eröffnung mit zahlreichen geladenen Gästen, darunter der Präsident des Steirischen Skiverbandes, Karl Schmidhofer. Für den Steirischen Skiverband ist dieses Wintersportmuseum natürlich ein Aushängeschild. Wir haben erst kürzlich die 125-Jahr-Feier hier in diesen Räumen gehabt und wir sind stolz darauf, dass wir international eigentlich was herzeigen können. Ich darf gleich eingangs die besten Grüße unseres Herrn Landeshauptmann überbringen, der mich auch gebeten hat, zu diesen gelungenen Maßnahmen hier zu gratulieren und vor allem natürlich all jenen, die hier mitgearbeitet haben, großteils ehrenamtlich mitgearbeitet haben, auch seitens des Landes ein ganz ein herzliches Danke zu sagen. Das Wintersportmuseum Mürz-Zuschlag ist ein Kompetenzzentrum für den Wintersport und lässt das Herzstück, die Sammlung, neu erstrahlen. Mit vereinten Kräften hat das Team verborgene Schätze wieder ans Licht gebracht und diese Schätze werden jetzt in Form einer Depotsammlung aus allen Sparten des Wintersports und seiner geschichtlichen Entwicklung den Besucherinnen und Besuchern präsentiert. Es geht darum, dass wir unsere vielen, vielen, vielen Exponate einfach in die Zukunft bringen müssen. Eine eigene Halle, ein eigenes Depotgebäude ist einfach eine Nummer zu groß für die Stadtgemeinde Mürz-Zuschlag. Die Kombination einer attraktiven Schausammlung, aber im Gegensatz zu früher sehr dicht gepackt, ist auch sehr beeindruckend. Hat man auch wirklich einmal vor Gesicht, was alles in Mürz-Zuschlag gesammelt wurde und was wir alles haben. Aber gleichzeitig können die Gegenstände, die gereinigt und mit Restauratorin wirklich sehr liebevoll katalogisiert, inventarisiert und teilweise restauriert wurden, können hier klimatisiert die Zeit überdauern und werden für die nächsten Generationen in mindestens genauso gutem Zustand wie bis jetzt erhalten bleiben. Und das ist eigentlich der Kern einer Sammlung. Das nach einigen Übersiedelungen 2004 in zentraler Stadtlage neu errichtete Wintersportmuseum platzte inzwischen mit der gewachsenen Sammlung unterschiedlichster Exponate förmlich aus allen Fugen. Unter Museumsleiter Hannes Notnagel hat das Wintersportmuseum jetzt eine zeitgemäße Neuausrichtung bekommen. Weil wir gewusst haben, wir hatten zwar schon ein schönes Museum, ein schönes, wirklich besuchbares Museum, ein zeitgemäßes Museum, aber wir wussten um die Sammlung, die noch in verschiedensten Depots harrt, der Aufarbeitung harrt. Und wir haben schon immer gewusst, was das sein wird an Zeit, an Intensität. Wenn wir es vielleicht vorher gewusst haben, was dann wirklich war, dann wäre es vielleicht noch ärger gewesen im Vorfeld. Aber so war jetzt wirklich die Möglichkeit gegeben und es war schleunigst an der Zeit, wirklich zu handeln. Bei einem Rundgang konnten sich die Besucher ein Bild von den zahlreichen Exponaten machen, darunter auch Bronzemedaillengewinnerin und Europameisterin im Eiskunstlauf Claudia Christofitsch-Binder.
Auch sie zeigte sich begeistert von den liebevoll präsentierten Stücken, denn im Zentrum des Museums bleiben immer die Objekte, die auf einmalige Weise in Szene gesetzt werden. Denn jedes Objekt ist einzigartig und erzählt seine Geschichte. Unter den Gästen war auch Doppelweltmeisterin Liz Görl, die 2017 ihre aktive Karriere als Skirennläuferin beendet und die Skistöcke mittlerweile mit dem Mikrofon getauscht hat. Aiming high for every goal. Asking what is in your soul. Wie ist jetzt der Eindruck? Ja, wunderbar. Es ist eh schon mehrfach heute gesagt worden, was das für Aufwand war und für ein Projekt, das wirklich dann in der kurzen Zeit umzusetzen bei so vielen Exponaten. Und meine herzliche Gratulation an das gesamte Team und dass sie es möglich gemacht haben. Und so bleibt das Museum weiterhin ein Ort der Begegnung mit Veranstaltungen, Sonderführungen und Ausstellungen. Das neue Schaudepot soll mit seinen Exponaten und der Gestaltung den Besucher faszinieren und in ihm Erlebnisse hervorrufen, denn die große Stärke des Wintersportmuseums sind die Originalobjekte. Das Bifit in Hönigsberg ist vieles. Fitnessstudio, Benefizveranstalter und Vortragslocation. Und jetzt auch Postpartner. Damit ist Tom Morgenbesser einer von 1.300 Österreichern, die dazu beitragen, dass Österreich flächendeckend mit Postdienstleistungen versorgt ist. Der langjährige Postpartner in Hönigsberg ist vor einigen Monaten in den Ruhestand gegangen. Und somit stand der Ortsteil kurzfristig ohne Postpartner da. Thomas Morgenbesser mit seinem Bifit Fitness Center hat sich bereit erklärt, diesen Part zu übernehmen. Und dafür darf ich auch im Namen der Stadtgemeinde ganz, ganz herzlich Danke sagen. Und somit ist die Lücke für den Ortsteil Hönigsberg wieder geschlossen. Ja, und so ist das Bifit um eine weitere Dienstleistung reicher. Auf die Anfrage von Jürgen Grill hin hat Tom Morgenbesser nicht lange gezaudert und sich der neuen Herausforderung gestellt. Der Tom Morgenbesser, der hat gleich gesagt, ich schaue mir das an, ich mache das, so wie heute halt der Tom ist. Ja. Ob es Charity ist und auch mein Fitnessstudio. Also jetzt ist er 5 Jahre da und ja, es hätte keiner glauben, das ist ein Treffpunkt für Jung und Alt in Hönigsberg und für die Hönigsberger Bevölkerung ist super, dass jetzt da wieder der Postpartner da ist. Tom Morgenbesser und Christopher Takus sind die Ansprechpartner beim neuen Postpartner. Die Aufgaben und die Dienstleistungen sind umfangreich. Annahme von Briefsendungen, Paketen, EMS-Sendungen und Werbesendungen sowie die Abgabe von Briefsendungen und Paketen sind im kleinen, feinen Postpartnershop im Fitnessstudio Bifit ab sofort möglich. Darüber hinaus können sogar kleinere Bankdienstleistungen durchgeführt werden. Vorteil des neuen Postpartners sind definitiv auch die Öffnungszeiten. Unsere Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 8 bis 12 und 16 bis 20 Uhr. Muss ich nur dazu sagen, eher als Prä-Brief nur von 8 bis 12. Aus einem einfachen Grund, weil die Post dann abholt, so um 15 Uhr herum. Und wenn wir um 16 Uhr wieder aufsperren können, wir nicht mehr garantieren, dass bis um 12 Uhr nächsten Tag da ist. Also gut gelernt, gell? Na, da kann ja nichts mehr schief gehen. Und auch Studiohund Benny wird schon eingeschult. Mit dem Zustelldienst kann es aber dann doch noch ein bisschen dauern. Dixieland Jazz vom Feinsten war kürzlich im Stadtsaal von Mützzuschlag angesagt. Im Vorfeld wurde gemunkelt, dass es sich dabei um das Gipfeltreffen der besten steirischen Jazzbands handelt. Das konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Gute Unterhaltung. From New Orleans, Louisiana, the Street View Dixie Club. Es fühlte sich an wie eine Zeitreise, zurück ins New Orleans der 1920er und 30er Jahre. Street View Dixie Club brachte nicht nur unglaubliche Klänge hervor, die Bandmitglieder können auch meisterhaft Geschichten erzählen. Wir nehmen sie mit auf eine Reise und wenn die Leute dann rauskommen aus dem Saal, sagen sie uns auch immer wieder, es war so schön, ihr habt uns wirklich nach New Orleans entführt. Thank you.
Street View Dixie Club war nicht die einzige Band, die an diesem Abend Jazzklänge in den Stadtsaal brachte. Auch die St. Barbara Dixielanders enttäuschten ihre Fans nicht. Bereits im Vorfeld wurde von einem Gipfeltreffen der besten steirischen Jazzbands gesprochen. Es ist insofern ein Gipfeltreffen, da es sich nicht um die Jazzbands, sondern um die Old-Time-Jazzbands handelt, also New Orleans und Dixieland Jazz. Und aktuell gibt es am Markt davon wirklich nur zwei, die aktiv vertreten sind in der Steiermark. Das ist zum einen der Street View Dixie Club, der sich eher die südliche Steiermark markttechnisch unter den Nagel gerissen hat. Und andererseits wir, die in der Obersteiermark sehr präsent sind. Böse Zungen behaupten, heute trifft die beste Band auf die lustigste Band. Insofern ist es dann auch ein ganz spezielles Gipfeltreffen. Ja, und wer dann wer ist, sollte das Publikum am Ende selbst entscheiden. Der Veranstalter gibt dazu einen kleinen Hinweis. Dass die erste Band die beste ist, das ist, denke ich einmal, das kann zweifellos bewiesen werden. Und ob die zweite Band, also wir, die lustigste sind, das wird sich erweisen. Aber ich denke, wir haben also die Reihenfolge so gewählt, dass es einen zumindest auch humoristischen Höhepunkt im zweiten Teil gibt. Für diese Woche sind wir wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.